Unsere Stadt ist voll von ihnen. Überall schöne Münchnerinnen. Die schöne Münchnerin wird alljährlich von der Abendzeitung gesucht. Und das schon seit 1948. Damit ist dieser Model-Contest der älteste Schönheitswettbewerb der Welt. Und jetzt startet er in eine neue Runde. Sophia, du wurdest 2018 zur 70. schönen Münchnerin gewählt. Was hat sich dadurch für dich verändert? Ja, eigentlich viel. Also ich habe ja ein Auto gewonnen. Das war natürlich schon der Wahnsinn. Dann den Titel allein schon zu gewinnen. Die Erfahrung, die man einfach mitgenommen hat, die hat man halt einfach jetzt für immer. Klar, und ja, dann noch einen Modelvertrag zusätzlich. Also ich bin jetzt in einer Modelagentur tätig und man kriegt natürlich dann auch Aufträge und so. Also wirklich, die schöne Münchnerin ist einfach dafür da. Für Models, die wirklich Model werden wollen, ist es auf jeden Fall schon ein großes Sprungbrett. Was zeichnet die schöne Münchnerin aus? Geht es nur um das Äußere? Nein, also natürlich schon, weil sie muss ja auch auf Fotos schön ausschauen. Aber sie muss natürlich auch zu der Stadt eine gewisse Beziehung haben und Ausstrahlung und wandelbar sein. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Und trotzdem natürlich auf den Fotos und auf dem Laufsteg eine gute Figur machen. Wie hat denn dein Umfeld reagiert? Freunde, Bekannte, die Verwandtschaft, aber auch wildfremde Menschen? Wurdest du plötzlich auf der Straße erkannt? Also klar, Familie, Freunde, wir sind natürlich alle daheim ausgeflippt. Nach dem Finale erstmal direkt feiern gegangen, haben darauf angestoßen, dass ich es jetzt halt wirklich, also dass ich es wirklich gewonnen habe. Ich habe es auch erst gar nicht erzählt, als ich mich beworben habe, weil ich einfach noch nicht so ganz sicher war und dann wurde ich zum Casting eingeladen. Und dann habe ich erstmal erzählt, so wirklich den Ängsten, so, ja, ich habe mich da beworben und alles so, wow, ja cool. Und dann natürlich war aber die Freude umso größer, dann, als ich dann wirklich gewonnen habe. Und meine Mama und meine Schwester durften mit, also zum Finale. Und wir haben natürlich geschrien und ja, also ich konnte es auch gar nicht glauben in dem Moment. Und ich wurde auf der Wiesn, wurde ich tatsächlich angesprochen, dann direkt danach so, hey, du bist doch die schöne Münchnerin, du hast es doch gewonnen. Also das war schon sehr cool. aber so, also gerade jetzt mit den ganzen Postern oder halt eher durch Aufträge, dass halt Leute auf einen zukommen und halt sagen, ja, ich will dich buchen, das passiert schon, aber jetzt halt so direkt auf der Straße angesprochen werde ich jetzt noch nicht. Aus den Gewinnerinnen. Wer die letzte Staffel Germany's Next Topmodel verfolgt hat, der hat die Pia gesehen. Die war unsere schöne Münchnerin 2015. Die hat es auch bis ins Finale geschafft. Und die Sabine, die war unsere schöne Münchnerin 2014. Die hat es auch unter die besten 10 bei Germany's Next Topmodel geschafft. Und Alice und Marie waren noch zwei Teilnehmerinnen aus 2012 und 2013. Die sind auch weltweit im Model-Business unterwegs. Wer sich bewerben kann, wann und wo, was auf die Teilnehmerinnen zukommt, was es zu gewinnen gibt und Tipps von der schönen Münchnerin 2018, erfahren wir alles gleich hier in der Szene München. Wer darf sich denn bewerben?
alle ab 18 und Mädchen ab 16 mit Einverständnis der Eltern. Und sie sollten im Umkreis von 90 Kilometern um München weitestens wohnen, bestenfalls natürlich in München, um auch zu den Events immer schnell kommen zu können. Kann man sich denn bewerben? Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ja, also einmal auf www.schönemünchnerin.de. Da ist die offizielle Bewerbungsplattform. Da sieht man auch nochmal ein Video, was so den Wettbewerb ausmacht. Und ansonsten ist am 22.03. im PEP Neuperlach ein großes Casting. Da wird auch Puppies Love Day da sein und die Kandidatinnen coachen. Genau, und am 23. ist dann auch schon die erste Fashion Show. Kommt denn auf die Teilnehmerinnen zu? Verschiedene Fashion-Shows, Challenges, Fotoshootings natürlich und dann steht wieder groß im Mittelpunkt die Kroatien-Reise. Da wird es für 11 Finalistinnen nochmal zum Üben nach Kroatien gehen, sodass sie perfekt auf das große Finale im Deutschen Theater vorbereitet sein werden. Also Kroatien war definitiv ein Highlight. Ich habe auch, wo ich erstmal gelesen habe, so was man eigentlich alles erreichen kann oder mitmachen kann in dem Wettbewerb, war ich eigentlich so, okay, wenn ich es nach Kroatien geschafft habe, dann habe ich eigentlich mein Ziel erreicht, weil das hat sich so mega cool angehört. Und das war halt dann eben, also dann wurde ich dazu eingeladen und das war einfach der Wahnsinn. Man ist da eine Woche lang wirklich auf einer Yacht, man muss halt auch nichts bezahlen, es wird alles spendiert von der Abendzeitung, ist natürlich auch super. Und dann ist man da mit den Mädels. Meine größte Sorge zum Beispiel war, dass es ein Zickenkrieg wird, dass man sich nicht versteht, aber es ist, also ganz im Gegenteil, wir haben uns alle verstanden, wir sind auch jetzt teilweise noch befreundet. Man schreibt miteinander, weil es einfach gar nicht so ist, sondern man freut sich einfach zusammen, dass man da ist. Man genießt die Zeit einfach. Und klar, man ist da an verschiedensten Orten. Wir sind ja immer rumgefahren um die Inseln und hat verschiedene Shootings gehabt. Und dann hatten wir noch einen Laufsteg in der Öffentlichkeit. Und viele Leute sind stehen geblieben, haben halt einfach zugeschaut, was halt einfach... ja, schön war anzuschauen und halt jeder sich gefragt hat, hey, was passiert denn hier jetzt eigentlich? Und dass man halt damals so im Mittelpunkt stand, sage ich jetzt mal, das war halt für uns einfach als Team echt super. Also es war eine riesengroße Erfahrung und definitiv die coolste Reise. Erhält denn die Gewinnerin? Zum einen ist sie natürlich schöne Münchnerin, zum anderen bekommt sie einen Modelvertrag bei Luisa Models und sie bekommt einen Opel Adam von Otto Häusler. Was empfiehlst du den Bewerberinnen, die deine Nachfolgerin werden wollen? Auf jeden Fall offen sein. Also ich glaube, es ist schon nochmal, macht schon nochmal viel aus, wenn ich auf Leute zugehen kann, gerade weil man echt mit vielen Menschen unterwegs ist, mit vielen Fremden, die man noch nie in seinem Leben gesehen hat. Einfach, dass man kein Problem hat, auf Leute zuzugehen. Man soll sich präsentieren und ich sag mal, Model sein ist natürlich schon ein hartes Business. Also man kann nicht einfach sagen, so ich wache jetzt auf und sage, okay, jetzt bin ich Model. So läuft es halt einfach nicht. Und deswegen glaube ich, gerade in dem Business ist es einfach wichtig, dass man ein bisschen selbstbewusst ist. Man sollte aber auch nicht zu dick auftragen. Also ich soll jetzt nicht dastehen und sagen, ach, ich bin die Schönste, die Tollste, sondern einfach
es ist einfach ein Team und vielleicht auch gar nicht das so als Wettbewerb sehen, sondern einfach als große Chance. Wirklich zu sagen, so wie bei mir zum Beispiel, ich habe ja auch gesagt, so Kroatien ist mein Ziel. Ich habe es geschafft und dann ging es einfach weiter, aber weil es halt weitergegangen ist und dann habe ich gewonnen und es war eine Wahnsinnsüberraschung. Ja, einfach du selbst sein, denn es ist tatsächlich so, ein hübsches Äußeres macht noch lange keine schöne Frau. Das, was dich und dann andere strahlen lässt, die dich sehen, das kommt von innen. Also sei die Sonne und nicht der Mond.